Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Heute nur eine kurze Botschaft, aber dafür eine, glaube ich, sehr interessante. Das Thema wird sein, die Unterscheidung zwischen echten Winterpilzen und Pilze, die noch im Winter zu finden sind. Beginnen wir mal vielleicht mit einer ganz grundlegenden Unterscheidung, um die es heute geht. Es geht darum, welche Pilze bis in den Winter hinein wachsen und auch noch nach den Frösten zu finden sind, weil genau der Frost ist da das problematische Thema. Und dann, welche Pilze wirklich im Winter wachsen und an diese kalten, kargen Bedingungen auch angepasst sind. Und diese Frage wird in Zukunft immer relevanter sein. Und dieses Jahr ist ja ein Paradebeispiel dafür, da wird es diese Überschneidung oft geben, weil es einfach besonders warm war. Im Oktober, teilweise auch im November, und durch diese ungewöhnlich langen Suchperioden, die früher, wie ich jung war, ja undenkbar waren, und da schreibt es mir bitte gerne auch in die Kommentare, ob es bei euch früher auch im November noch Steinpilze und sowas zu finden gab, so wie dieses Jahr, das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Das Heikle an diesem Thema ist, dass die unechten Winterpilze wie Steinpilze und die ganze Röhrlingsverwandtschaft, genauso wie die ganze Eierschwammel- und Pfifferlingsverwandtschaft, Täublinge, Parasole, die sind an den Winter nicht angepasst. Das heißt, wenn die dem Frost ausgesetzt sind, sollten sie danach nicht mehr verzehrt werden. Das ist eigentlich die Kernbotschaft, um die es heute in dem Video gehen soll. Warum, erklären wir auch gleich. Das Problem daran ist, dass diese Pilze, die dann zwar noch im Winter wachsen, und wir sind jetzt schon relativ nah am Winter, vielleicht nicht meteorologisch, aber einfach von den Wetterbedingungen, sind danach nicht mehr genießbar, weil sie sich innerlich ja dann schon im Zersetzungsprozess befinden. Und so spät gegessene, gerade Steinpilze, führen dann auch immer wieder zu leichten Lebensmittelvergiftungen, und dem wollen wir einfach vorbeugen. Ich habe mir überlegt, wie man das am besten erklären kann. Stellt euch das einfach so vor. Das heißt, ihr findet jetzt einen Steinpilz, dann friert sie ihn ein. Sagen wir heute, keine Ahnung, ihr friert sie ihn am Freitag ein. Am Samstag taut sie ihn auf, am Sonntag friert sie ihn wieder ein, am Montag taut sie ihn nochmal auf, am Dienstag friert sie ihn wieder ein und dann am Mittwoch, sagen wir, esst sie ihn. So ist das mit den unechten Winterpilzen. Die tauen dann im Tagesverlauf auf, frieren über Nacht wieder ein, wenn wir uns dann wirklich schon im Dezember oder im November, wenn es ein bisschen kühler dann wird, aber sie noch wachsen. Das heißt, dieser Verlauf zwischen Auftauen und Einfrieren, der baut den Pilz innerlich dann schon einfach ab. Die Zellen können dem Frost nicht widerstehen und sind dann einfach kaputt. Äußerlich ist das nicht zwangsläufig zu sehen, im Kühlschrank ist es natürlich ein bisschen extremer, aber in der Natur sieht man das nicht. Das heißt, der Pilz schaut dann auch noch frisch auf, besonders sieht man es dann auch noch bei den Tropenpfifferlingen, bei denen das auch häufig passiert, weil sie einfach so spät auch noch vorkommen natürlich. Und diese Pilze sind dann streng genommen wirklich nicht mehr genießbar und sollten zwar, wenn sie schön sind, aber wenn man weiß, es hat vorher einfach schon mehrfach gefroren, sollte man sie nicht mehr genießen, weil dieser Verlauf und dieses Beispiel, das ich gegeben habe, das würde zu Hause auch niemand machen. Da ist es vielleicht besser nachvollziehbar, warum das keiner macht, und in der Natur passiert das, man sieht es aber nicht, aber man muss einfach darüber nachdenken und diese Pilze dann ja im Zweifelsfall auch zurücklassen. Apropos Zweifelsfall, es gibt dann so diesen Übergang mit den violetten Rötelritterlingen und den Frostschnecklingen, die besonders spät wachsen, die aber streng genommen auch keine echten Winterpilze sind. Die sind so ein bisschen da, ja, im Graubereich, was dieses Thema angeht. Aber wir kommen jetzt zu den echten Winterpilzen. Wenn wir uns mal die Artenanzahl anschaut, dann sehen wir, es sind relativ wenige echte Winterpilze, die dann auch für uns für Speisezwecke interessant sind. Wir nehmen uns jetzt mal die Klassiker her, das sind die Austernseitlinge, die Enokis, also der Samtfußrübling, und die Judasohren. Die Judasohren vielleicht ein bisschen Sonderstellung, das ist für mich eigentlich der einzige Ganzjahrespilz. Wenn da die Bedingungen passen, kommen die eigentlich fast in jedem Monat, aber sie sind trotzdem auch frostresistent, und um das geht es aber auch. Vielleicht noch die erste Unterscheidung: diese echten Winterpilze brauchen die kühlen Temperaturen, um ihre Fruchtkörper auszubilden. Beim Austernseitling sind das so 1 bis 2 Wochen, wo es wirklich um die 10 Grad hat, und beim Samtfußrübling ist es wirklich Frost. Der braucht wirklich einen Temperaturanreiz in diesem extrem niedrigen Bereich, um dann seine Fruchtkörper auszubilden.
Das ist schon mal die erste grundlegende Unterscheidung. Bei den Steinpilzen-Eierschwammen ist es ja eher so, dass sie von den wärmeren Temperaturen im Vorhinein profitieren und dann trotzdem noch wachsen oder noch da sind. Bei den Winterpilzen ist es wirklich so, dass sie den Anreiz dieser niedrigen Temperatur brauchen, um zu wachsen. Die zweite Eigenschaft ist, und das ist besonders interessant, finde ich auch an dieser Stelle, weil mit genau dem Thema habe ich mich eigentlich bei meiner Doktorarbeit aus dem Pflanzenreich beschäftigt. Ich komme aus den Agrarwissenschaften und dort ist das Wintergemüse mein Forschungsprojekt, mit dem ich mich beschäftigt habe über die letzten Jahre. Und dadurch ist dieser Prozess für mich besonders spannend, der eben dafür sorgt, dass die Zellen bei den Winterpilzen und bei den Wintergemüsen sozusagen, dass sie den Frost überstehen können. Da gibt es mehrere Abläufe, die sind relativ komplex. Gerade bei den Pflanzen ist das ein mehrwöchiger Anpassungsprozess, der wirklich auch dann neue Gene kodiert und den ganzen pflanzlichen Stoffwechsel eigentlich umstellt. Bei den Pilzen ist das natürlich ein bisschen anders. Es gibt da Parallelen und die schauen so aus, dass die Pflanze die Flüssigkeit zuerst aus den Zellen ja ein bisschen loswerden will und mehr lösliche Stoffe wie Zucker und verschiedene Proteine dann im Zellinneren akkumuliert. Das passiert, um dort die intrazelluläre Flüssigkeit so weit ja, anzureichen, dass ihr Gefrierpunkt erniedrigt wird. Und bei dem Zampfußrübling geht das wirklich bis unter 20 Grad, also extrem weit. Bei einigen Gemüsekulturen geht es auch bis unter minus 20 Grad, bei den Kohlgewächsen zum Beispiel. Das heißt, sie können das verhindern, dass das Zellinnere erfriert. Und weil wenn die Eiskristalle in das Zellinnere wachsen, dann werden dort bei den Pflanzen die Mitochondrien und der Zellkern, wird einfach alles zerstört und bei den Pilzen ist es natürlich ähnlich. Und sie haben wirklich da ein komplexes, ja, genetisches Konstrukt entwickelt, die Pilze, um das zu verhindern. Das sind verschiedene Proteine, die sich dann um den Zellkern legen zum Beispiel und aber auch um die Eiskristalle und verhindern, dass die sich ausbreiten. Und es werden auch bei den Pflanzen, das ist für mich dann besonders spannend, wieder um darauf zurückzukommen, es werden Zucker synthetisiert und eben auch als natürliches Frostschutzmittel eingelagert. Bei den Pilzen sind das auch verschiedene Polysaccharide, also ein sehr komplexes Thema, es ist auch noch nicht alles da komplett erforscht, aber sie können auf jeden Fall verhindern, dass das Zellinnere gefriert. Das heißt, sie überdauern, also die Sandfußrüblinge und die Austernseitlinge und die Judasohren, die überdauern in einer Schockstarre den Frost, können das aber überleben und wachsen danach weiter. Und so sind das auch nach dem Frost noch frische und wirklich gut genießbare Pilze. Natürlich umso jünger, umso frostresistenter. Diese großen, ausgewachsenen Fruchtkörper sollte man dann nach dem Frost, gerade beim Austernseitling, nicht mehr unbedingt essen. Haben wir auch schon gefilmt. Wenn sie dann auch schon ein bisschen das Farbspektrum ändern, dann sind sie nicht mehr ja, ganz taufrisch. Das ist da auch das richtige Wort. Aber man könnte sie im Vergleich zu Steinpilzen und Eierschwammerl auch nach dem Frost noch bedenkenlos ja, konsumieren. Das war es eigentlich auch schon mit unserem Thema heute. Vielleicht da nochmal vielleicht ein bisschen für Aufklärung und zur Vorbeuge gesorgt. Ich bekomme dann immer wütende Kommentare, wenn ich irgendwie sowas anspreche und den Leuten sage, sie sollen was nicht mehr essen, was sie bisher doch gemacht haben. Besonders verrücktes Kommentar zum Giftpilzvortrag, dass der schon das meiste davon gegessen hat und trotzdem noch lebt und war jetzt wütend auf mich und muss jetzt aufpassen. So halb ernst, aber trotzdem. Also ganz lustig, was da immer wieder an Kommentaren so kommt. Aber seid vorsichtig, esst nach dem Frost keine Steinpilze mehr, auch keine Eierschwammerl. Es ist spannend, sowas noch zu finden und für die Geschichtsbücher interessant. Wer hat den spätesten Steinpilz gefunden? Bei uns auch genauso spannend, wie wer hat den ersten gefunden. Und damit ja, wünschen wir euch noch viel Spaß, gerade bei der Winterpilzsuche. Und wir sehen uns bald dann hoffentlich mit einem bunten Winterpilz-Video auch wieder.